Hallo Ticinesi, ich bin Miss Schweiz 2013, Dominik Rinderknecht, und ich wünsche euch viel Vergnügen. Du hast letztes Jahr gewonnen. Eine neue Miss mit kurzen Haaren. Ja, das ist etwas Neues. Es gab noch nie eine Miss Schweiz mit kurzen Haaren. Aber es ist natürlich ein Kompliment und ich finde es schön, dass ich das sein darf. Wie ist dein Jahr gewesen? Sehr spannend. Es ist ja noch nicht vorbei, aber es war sehr intensiv. Jeden Tag sieht anders aus. Aber es war wirklich, also du kannst so viel lernen und es macht so viel Spaß. Ich bin froh, dass ich noch ein bisschen länger sein darf. Jetzt bist du immer auf den Medien. Wie läuft das? Ist das schön, schwierig? Am Anfang muss man sich klar daran gewöhnen. Man kennt das vorher noch nicht und dann muss man ein bisschen Übung kriegen. Aber mittlerweile ist das ganz locker für mich. Aber am Anfang, klar, ist das ein bisschen schwierig. Und wie ist es mit den Leuten, wenn Leute dich erkennen? Ja, wegen meiner Frisur erkennen mich die Leute natürlich gleich, also sehr schnell. Und ja, also in Zürich ist es schon extrem, weil ich halt auch da wohne. Und dann gibt es häufig Leute, die zu mir kommen, ein Foto machen oder ein Autogramm. Aber es ist ja schön, es sind immer schöne Reaktionen. Du hast einen Boyfriend. Wie geht es jetzt? Es ist immer noch super zum Glück, aber eben, das stimmt schon, man weiß nie, egal ob man Miss Schweiz wird oder nicht, man weiß nie, ob eine Beziehung immer funktionieren wird, aber es ist im Moment wirklich schön, immer noch.